Aufbau der Musikanlage mit Jawe Tamitz, Vereinsmitglied und Helfer. Das Buffet der Veranstaltung. Ines, Josef und Annika Rosche und Daniel Bartsch als Losverkäufer. Die Kassiererinnen. Hier die Boxer vom BC Steele und Boxring Kanap Delwig. Der Vorsitzende Franz Stahlschmidt überreicht Bernhard Ritter von Radeck die Ehrenmitgliedschaftsurkunde. Lars Jannecke von Remscheid 07 war der erste Essener Stadtmeister 2003. Urkunde, Medaille und ein paar kleine Boxhandschuhe von Ritter Radeck. Robert Zlatlik vom BC Steele wurde Essener Stadtmeister 2003. Hier mit dem Trainer Franz Stahlschmidt vom Sportclub Vogelheim. Die Halle war gut besucht, das Publikum war neutral. Der Protokolltisch. Horst Schmidt mit seinen Boxartikeln. Im Ausscheidungskampf siegte Michael Mädche vom Boxclub Krefeld. Essener Stadtmeister wurde Alex Herth von den Faustkämpfern Mönchengladbach. Sieger im Ausscheidungskampf wurde Mehmet Simsek vom Boxclub Krefeld. Pietro de Alassio, Boxring Hilden, wird betreut von Uwe Otto Henning. Im Ausscheidungskampf siegte Pietro de Alassio vom Boxring Hilden. Essener Stadtmeister wurde Wilhelm Braun vom Boxclub Steele. Urkunde und Minibox-Handschuhe wurden überreicht von der Trainerin des Sportclub Vogelheim, von Ines Rosche. In der Ringecke Ayhan Keskenel, Boxfreunde Bottrop, wird betreut von Franz Stahlschmidt und Ines Rosche vom Sportclub Vogelheim. Der Ringrichter war Norbert Fahrig. Es war ein spannender Kampf. Essener Stadtmeister wurde Ayhan Keskenel vom Boxfreunde Bottrop. Urkunde, Medaille und Miniboxhandschuhe wurden überreicht von Franz Stahlschmidt. Sieger im Ausscheidungskampf Thomas Zielinski vom Boxclub Krefeld. Sein Gegner war Nordin Asri vom TUS Geresheim. Ringrichter war Uli Zische. Thomas Zielinski vom Boxclub Krefeld mit seinem Trainer Manfred Faber und Franz Stahlschmidt.